Let's Talk, Folge 9, der Border Collie als Familienhund. Herzlich willkommen bei letstalk.com, deinem Border Collie Podcast. Mein Name ist Haro und mein Ziel ist es, zusammen mit dir tief in die Welt der Border Collies einzutauchen. Lass dich inspirieren, erweitere deinen Hundehorizont und denke immer daran, der Mensch lernt vom Hund. Hallo Border Collie Freund, schön, dass du wieder da bist. Heute sprechen wir darüber, ob sich der Border Collie als Familienhund eignet, wie er im Zusammenleben mit Kindern zu führen ist, ja, und ob es ratsam ist, einen Border Collie in eine Familie mit Kindern aufzunehmen. Diese Fragen tauchen immer wieder auf. Ich bin froh darüber, dass diese Fragen auftauchen, denn es gehört einiges an Überlegung und an Bewusstsein dazu, wenn man diese Entscheidung für sich trifft. Vielleicht kennst du das typische Gespräch, wenn du mit jemandem sprichst und sagst, ja, ich habe eine Familie mit Kindern und ich nehme einen Border Collie in die Familie, dass die erste Frage ist, ja, habt ihr denn Schafe, das ist ein Hüttehund? Und du sagst, nein, ich habe keine Schafe, aber ich habe Kinder, dass die Antwort dann kommt, ja, dann wird er eure Kinder hüten. Das kann dir zwar durchaus passieren, aber meiner Meinung nach ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering. Das Thema beim Border Collie in Familien mit Hund ist eigentlich ein anderes. Und zwar geht es dabei darum, dass der Border Collie ein sehr sensibler Hund ist. Ein Hund, der sehr viel über Körpersprache kommuniziert. Und das Hauptthema ist eigentlich, dass der Border Collie sehr schwer zur Ruhe kommt, dass er sehr hochgepusht wird und dass diese Hochpushphasen vom Menschen sehr beeinflusst werden können und der Border Collie Ruhe lernen muss und Ruhe bekommen muss. Border Collies sind auch meistens sehr sensibel, was Lautstärke betrifft. Und je älter ein Border Collie wird, desto sensibler reagiert er auf Lautstärke, auf Lärm und auf Geräusche. Beim Border Collie ist es auch so, dass man über körperliche Dominanz nicht weiterkommt. Man kommuniziert mit dem Border Collie sehr körpersprachlich und über diese imaginäre Verbindung zwischen Mensch und Hund. Ja, und jetzt zu den Kindern. Kinder sind meistens laut, meine zumindest. Sie kennen die Regeln im Umgang mit Hunden nicht und sie können sich noch wenig in andere Lebewesen und in Tiere hineinversetzen. Das ist klar jetzt, hängt natürlich vom Alter der Kinder oder des Kindes ab, aber es ist schon so, dass ein Kind einen anderen Blickwinkel auf den Hund hat als ein Erwachsener, der sich dem ganzen Thema viel bewusster ist. Dann kommt noch dazu, dass der Border Collie eben eine besondere Rasse ist und die Besonderheiten des Border Collies kennen die Kinder schon gar nicht. Kinder lieben ihren Hund und sie zeigen diese Liebe auch auf menschliche Art und Weise, sie zeigen diese Liebe auf kindliche Art und Weise. Das heißt, sie betrachten ihn vielleicht nicht als Kuscheltier, ihren Border Collie, aber sie zeigen ihre Liebe ähnlich wie bei einem Kuscheltier. Ja, und da gibt es jetzt auf beiden Seiten, auf der Border Collie-Seite und auf der Kinderseite natürlich noch mehr Dinge, die gegensätzlich sind oder die grundlegend so nicht zusammenpassen. Aber es reicht, glaube ich, einmal fürs Erste von den Unterschiedlichkeiten her, um ein Bewusstsein zu schaffen, dass hier eine strukturierte Vorgehensweise notwendig ist, um das Ganze zusammenzubringen und damit alle davon profitieren. Denn das ist möglich, es kann der Hund von Kindern profitieren, aber es können auch die Kinder vom Hund profitieren. Und wenn man ein paar Dinge richtig macht, eine Herangehensweise für sich und seine Familie, für den Hund definiert, dann funktioniert das. Was ist das jetzt für eine Herangehensweise? Ja, ich habe es so gemacht, dass ich den Kindern das Thema Hund erklärt habe. Es ist nicht sicher, ob sie alles verstehen. Das muss man probieren. Das muss man entsprechend dem Alter der Kinder aufbereiten. Aber es ist sicher der erste Schritt einmal, mit den Kindern über das Thema Hund zu reden.
die Kinder brauchen Regeln, der Hund braucht Regeln und die Erwachsenen brauchen Regeln. Wenn wir jetzt die Regeln für die Kinder betrachten, dann ist es einmal ganz wichtig, den Kindern zu sagen, dass der Hund kein Kuscheltier ist, dass wir ihn nicht umarmen und dass wir ihn auch nicht herumtragen. Der Hund braucht Ruhe. Ja, das müssen die Kinder verstehen und akzeptieren. Das heißt, er braucht Ruhe. Beim Border Collie hast du sogar noch mehr zu tun, denn er bekommt teilweise nicht selbst zur Ruhe und du musst diese Ruhe mit ihm trainieren. Das heißt, wenn er einen Platz bekommt, eine Box oder einen Raum, wo er zur Ruhe kommen soll, dann muss auch die Umgebung dieses Raums in Ruhe sein. Ja, das heißt, ich kann den Border Collie nicht in eine Box stecken, ihm sagen, es ist jetzt Ruhezeit und um die Box laufen die Kinder herum und machen Lärm, dann ist keine Ruhe und der Border Collie wird nicht herunterkommen. Somit, eine Regel wäre, der Hund braucht einen Rückzugsort, an dem Kinder tabu sind, wo Kinder keinen Zutritt haben. Wenn es zum Beispiel eine Box ist in einem eigenen Raum, dann sollten die Kinder nicht in der Ruhephase, wo der Border Collie in der Box ist, diesen Raum betreten. Sie sollten dann auch keine Türen fest zu clashen, österreichisch knallen, auf Deutsch denke ich. Und das ist auch ganz wichtig, dass sie zum Beispiel nicht in diese Box hineingreifen, dass sie nicht hineinklettern in diese Box. Ja, das ist kein Spielplatz, die Box, das ist der Rückzugsort deines Border Collies. Die Kinder sollten nie mit dem Border Collie, mit dem Hund alleine sein. Also weder in einem Raum, bis man weiß, wie es abläuft, wie es die Kinder verstanden haben, und auch nicht im Garten. Dann sollte man mit den Kindern üben, den Border Collie, den Hund zu lesen. Ja, also ich habe das so gemacht, ich habe mich in etwas Entfernung mit meinen Kindern auf die Wohnzimmercouch gesetzt und habe zusammen mit meinen Kindern versucht herauszufinden, wie geht's meinem Border Collie gerade? Wie sind die Ohren? Wie ist die Schnauze? Wie liegt er da? Was tut er? Wie schauen die Augen aus? Und so haben wir uns unterhalten und ich habe die Kinder im Prinzip etwas angeleitet, den Border Collie ganz bewusst zu lesen. Was auch sehr wichtig ist, dass die Bindungsarbeit zwischen Border Collie und Kindern ebenso passiert wie zwischen dir und deinem Hund. Das heißt, die Kinder sollten lernen, wie spiele ich richtig mit einem Hund. Das habe ich eh schon in den vorangegangenen Episoden bei der Bindungsarbeit erklärt, was mein Top-Bindungsinstrument ist. Das ist dieses Beutespiel über das Zergeln mit dem Seil und das können auch die Kinder machen. Wichtig ist dabei immer, dass der Border Collie die Kinder akzeptieren muss. Er darf kein dominierendes Verhalten zeigen. Er darf nicht böbeln. Das ist dann auf jeden Fall von dir zu unterbinden. Er darf keine Eifersüchteleien zeigen. Und das ist deine Aufgabe, den Kindern eine Position zu geben und deinem Border Collie die darunterliegende Position zu vermitteln und auch die Akzeptanz hier herstellen. Ein weiterer Tipp ist, dass du deinen Kindern lernst, wie man einem Hund richtig begegnet, dass du ihnen zeigst, wie schmust man richtig mit einem Hund und dass du auch deinen Kindern im Prinzip die Aufgabe gibst, nur so lange zu schmusen und zu kuscheln, wie es auch der Hund möchte. Man merkt, es gibt da eine Menge zu tun, es gibt eine Menge zu lernen. Es gibt eine Menge zu lernen für Kinder, für dich und für deinen Hund. Du bist aber ein Schlüsselfaktor. Das heißt, du hast den Gesamtüberblick. Du zeigst es deinen Kindern. Du lebst es deinen Kindern vor. Du bist auch hier in diesem Verbund der Leader und die anderen Beteiligten, deine Kinder, dein Hund, das sind die Follower. Alles in allem kann ich dir sagen, es ist wirklich ein Traum, wenn es funktioniert und es wird funktionieren, wenn du so vorgehst, wie ich dir gerade erzählt habe. Es profitieren die Kinder enorm, sie lernen Empathie, sie lernen den Zugang zu einem Lebewesen, sie lernen mit dem Hund richtig umzugehen. Der Border Collie ist
deutlich ausgelasteter. Er wird das Rudel, das Familienrudel lieben. Er wird auf euch schauen. Er wird schauen, dass ihr zusammen seid. Er wird glücklich sein, wenn ihr zusammen seid. Das merkst du dann, wenn einer aus dem Familienverbund dann einmal nicht da ist, dass sich vielleicht etwas ändert in seiner Verhaltensweise. Ja, es ist wirklich ein ganz was Tolles, wenn das funktioniert. Setze es so um, trau dich drüber, wenn die Rahmenbedingungen passen, wenn du es dir und deinen Kindern zutraust. Der Border Collie ist bereit für euch. Das war Haros Let's Talk Border Collie Podcast. Besuche uns auf unserer Blogseite www.let's-talk.com. Dort findest du weitere Informationen, Videos, Anleitungen und Berichte über hundefreundliche Plätze. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, leite den Link direkt an deine Freunde und Bekannte weiter. Und denk daran, Hund immer dabei.